Hallo. Hallo. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, waren wir hier schon beim Baden? Ja, wir sind hier schon oft gestartet und auch schon oft vorbeigekommen. Ja. Man hat das Gefühl, wir kommen gar nicht voran. Doch, du wirst jetzt gleich sehen. Ja, wo müssen wir wieder hin? Hier runter. So. Da Da. stecke ich doch. Ach, da. Folge dem leuchtenden goldenen Götzen. Wärst du ein Götze, würdest du dich nicht bewegen. Ein Götze ist ein Abbild eines Gottes. Ja. Demnach kann ein Götze sich auch bewegen. Ach. Denk mal an die griechische Mythologie. Guck lieber in mein hübsches Gesicht. Warum sollte ich das? Weil es hübsch ist. Ja, hübscher als dein echtes auf jeden Fall. Moment, mein echtes Spielgesicht oder mein echtes Gesicht? Das darfst du jetzt denken. Oh Mann. Ah ja, den Weg haben wir letztes Mal gebaut, ne? Genau. Da standen wir da und da unten, gehen wir glaube jetzt ich. weiter. Wir haben gesehen, wie das da so sich ausgefahren hat. Gut, dass ich das jetzt alles noch präsent habe, weil ich erst letztens die Parts bearbeitet habe. Yep, ausnahmsweise weißt du mal, um was es geht. Nö, um was es allgemein geht. Ja, wo wir rumlaufen, auf jeden Fall. Heiligtum des Drachen, okay. Was kommt jetzt wieder? Das sieht wieder so nach Gefrickel aus. Ja, ist es auch. Und ich höre wieder diese Frauenstimme. Ja, die kommt gleich aus der Ecke geschossen und frisst dich. Cool. Okidok. Ja, komm. Ja, ich bin ja da. Ja. Achso. Komm hier. Hast du das gesehen? Super. Ja, ne? Wunderbar. Wow. Muss ich aber auch trinken. Was muss ich tun? Du kannst die Dinger betätigen, aber ich kill das Ding da oben erstmal. Mir helfen, wenn ich es schaffe. War das gut? Ja, wunderbar. Ja, ne? So. Das hier? Hier auf dem Boden musst du rumdrücken. Ja, auf beiden. Hier ist nichts drin. Okay. Nö, ja, toll, jetzt hast du mich eingesperrt. Oh. Muss ich da drauf? Oh. Hier, vor mir. Aber da war ich ja, da habe ich eben gar nicht drauf gedrückt. Verschiebt man dann beide? Nee. Weil ich habe danach nur noch das da aktiviert. Oh, guck Ah, mal. da ist nur eine Echse. Ja, nicht nur eine. Kill die Echse. Toll, die sind irgendwie, haben sich gerade in Luft aufgelöst. Ja, die lösen sich nach der Zeit automatisch in Luft auf. Es tut mir leid, ich wollte dir gerne helfen, aber es ging nicht. Macht ja nichts. Nicht nur drauf drücken. Du hast dich selber eingesperrt, kann das sein? Nee, ich kann die Dinger ja gar nicht Ja, aktivieren. aber hier ist auch so ein Schalter. Ach so. Aber ich hab doch auch nicht. Ach, ist auch egal. Sind die Kisten leer? Waren wir hier schon? Nee, aber der andere Fuzzi, der da gerade um die Ecke kam und uns töten wollte. Okay, die Richtung. Was immer du sagst. Leute, falls ihr mich plötzlich mal nicht hören solltet, dann hängt es daran, dass ich noch leicht erkältet bin. Erkältet? Ach, du bist so ein Arsch. Also, wenn du es nicht wüsstest. Hexerei-Urne. Na, Oder die Arsch. Hexerei-Urne, ich weiß nicht. Ja, hast du gedacht, ne? Ja, du gedacht, ne? Mag das nicht. Aber wenn man hier allein unterwegs ist, dann ist das Ganze recht. Knifflig? Ja, es ist recht nicht knifflig, sondern man muss halt wirklich gucken, dass man überlebt bei diesen Fuzzis, weil die haben es stellenweise wirklich in sich. Muss man das nicht immer in diesem Spiel gucken, dass man überlebt? Ja, das stimmt. Geh mal hier an der Wand entlang und drücke X. Jawohl. Ah. Oh, ein Leuchtfeuer. Ja. Das ist schön. Wieder ein Stück Weg gespart. Ja, und du darfst jetzt hier entlang kommen. Bin da. Oh, da ist wieder so einer. Ja.
Menschen oder sind das eigentlich auch Dämonen? Das sind Ritter. Also ich gehe davon aus, dass die menschlich waren oder sogar noch sind. Ich kann ich nicht genau sagen, aber ich weiß, von wem sie sind. Erfahren wir das noch? Ja, vom Endboss hier drin. Ah. Das sind die Leibwachen von dem Endboss. Ah. Hat aber mickrige Leibwachen. Mickrige Leibwachen, naja, so mickrig sind die gar nicht. Ach komm, wir sind schon stärker über den Weg gelaufen. So, Moment, ich bin jetzt gerade mal am gucken. Am gucken. Ja, guck du mal. Ich laufe dir einfach wie so ein treudober Hund wieder mal hinterher. Ja, hier, die Kisten sind auch wieder geplündert. Ich weiß nicht, warum die alle geplündert sind. Ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal. Helm, Rüstung, Stulpen und Gamaschen. Ja, von diesen Fuzzis hier herumrennen. Darf ich mal kurz gucken, ob die besser sind? Ja klar, guck doch. Ich habe nur Angst, dass du immer so weit wegrennst. Dann finde ich dich wieder nicht. Nee, ich bleib hier stehen. Das waren die, ne? Ja. Du musst mir helfen und sagen, ob die besser sind. Alles, was blau ist, ist besser. Was rot ist nicht besser. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber da gibt es ja immer links eine Anzeige, rechts eine Anzeige. Ich blick da nicht durch. Die Anzeige bei Rüstung ist alles dasselbe. Okay. Das ist Stichwaffen, Hiebwaffen, irgendwelche anderen Waffen. Dann irgendwann kommt Magie, Feuer, Blitz, Dunkelheit. Okay, ich kann auch rollen. Gucken wir mal kurz die Rüstung. Die ist wieder viel schlechter. Was hatte ich noch? Stulpen und Gamaschen, ne? Ja, leg dir die an. Ja. Ich meine, dieses komische, rechteckige Ding da weg. Ja, du hast jetzt zwar eine schwächere Pyromantie, aber an und für sich. Die ist auch besser, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch rollen kann. Ja, kann ich. Ja. Cool. Obwohl ich meine Maske vermisse. Naja. Die sah besser aus als dieser komische Helm. Dann leg dir doch den Helm wieder ab. Ja, mach ich jetzt. Guck dir mal mein Dingens da an. Ich hab ein Taschentuch auf dem Kopf. Schon seit Ewigkeiten, ich beschwere mich nicht. Ich finde, das hat Style mit dieser Totenkopfmaske. Ja, dann kannst du die ja auch noch aufwerten später. Ja. Was ist denn das für ein komischer Weg hier, ey? So, un momento. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ah, ja, das ist da. Dieser Geist. Gott, dieser Geist. Oder unten ist der Nebel. Ist das der Endboss? Ja, das ist der Endboss-Nebel. Cool, da war gerade mal ein Sturz, der mir nichts abgezogen hat. Und der hat mir nur ein bisschen abgezogen. Oh Gott, jetzt kommt wieder das Gespringen. Ja, hier ist eine Wand, du musst einfach nur gegen die Wand springen. Ja, ich vergesse nur immer, ich muss mir erst überlegen, wie die Steuerung beim Springen geht. Rebenbalsam. Bin schon da. Geronimo! Ja, hilflos bin ich jetzt nicht gegen hier. Jetzt will ich aber trotzdem nicht hier verlieren. Ich weiß mittlerweile, wie ich den am besten ausweiche. War hier noch einer? Nee. Nee, aber auf der anderen Seite lagen unfassbar viele Items. Ja, ich weiß. Deswegen laufen wir hier einmal rum. Da vorne ist noch einer. Das habe ich schon genommen. Ach so, das du meinst, ne? Ja, ich dachte, du meinst das Item. Guck mal, wie der da steht. Ich dachte... Ach, das glaubst du doch nicht. Hätten wir so schöne... Da! Jetzt schlag drauf! Ja, ich hab grad keine Ausdauer mehr. Oh nein, mein Schwert ist in Gefahr. Ja, dann nimm das andere, das große, wo du hast. Wenn du das schon benutzen kannst. Ach, warte, dann muss ich erstmal kurz gucken. Welches mal? Das rechte. Das Schmelzerschwert? Ja. Aber nicht sau schwer. Ja, ich weiß. Deswegen hattest du dich ja auch leichter gemacht. Stimmt. Ach, das war dieses, ja. Das ist aber auf jeden Fall eines der stärksten. Ja, dann guckst du jetzt, dass du irgendwas anlegst, dass du das Ding benutzen kannst. Adios, Beine. Reicht noch nicht. Verdammt. Ja, das kannst du ja später nochmal ändern. Dann nimm halt jetzt nochmal deine Strafe fesseln. Die sind noch schwerer. Echt, aber was hängt denn dann? Warte, ich kann die hier. Ach, an deinem Schild. Ah ja, stimmt. Das Schild. Stimmt, das Schild hab ich. Dann leg das fette Schild erstmal ab und nimm das neben dran. Stimmt, da war ja was. Dann kann ich bestimmt wieder die anziehen, oder? Weiß ich nicht, probier's aus. Ich glaub's nicht. Nee, okay, ab 70% kann ich mit Rollen vergessen. Ab 70? Echt? Ja.
Jetzt habe ich 64. Glitzerndes Titanit. Schön. Tatsächlich, ja, ab 70%. Das ist gut zu wissen, weil ich habe meine fette Waffe noch und die, wenn ich die anziehe, habe ich 72. Ich denke mal, das variiert, aber je nachdem, wie du dich skillst, oder? Dass du dann je nachdem, wie deine Belastung ist. Ja, meine ich ja. Je höher du die machst, desto späteren Prozentbereich bist du dann wahrscheinlich noch in der Lage zu rollen oder so. Müssen wir da rüber springen? Ja. Ist ja auch einfach, du musst einfach gegen die Wand springen. Trotzdem jedes Mal Angst beim Springen. So. Oh, da ist noch ein Symbol. Ja, das nicht rufen. Warum nicht? Nicht rufen, weil das ist eine Tussi, die kann nix. Das ist ein NPC, das Ding kann nix. Ach, folge ja. Mir. Also soll ich überhoffen, dass hier noch was rumliegt? Oder? Nee, ich zeig dir jetzt, wo was rumliegt. Ah, da, ich sehe schon was. Das hier? Ja. Was haben wir denn hier? Ach, der Bernhard mal wieder, unser alter Kollege. Ja, weil das Ding da vorne, das ist zwar eine Pyromantie-Tussi, aber die hat keine Waffen in der Hand und schlägt mit den Fäusten auf den Gegner ein. Ja. Und das zieht nichts ab. Super. Und abgesehen davon hat sie auch kaum Rüstsogen. Was das Ganze dann nochmal erschwert. Okay, dann wollen wir mal. Ich eine andere Waffe, glaube ich. Mach Bescheid, wenn du soweit bist. Wobei, ich habe noch Zauber. Ich mache erstmal mit Zaubern. Okay, können wir? Ja, geh rein. Vorsicht, das Ding hat's in sich. Dass die Tussi singt? Ich weiß nicht, ob ich glaube, ja. Was ist denn das? Untergangskönigin Elana. Vorsicht, oh, Vorsicht! Wow! Wenn du merkst, dass neben dir eine rote Kugel ist, am besten nach vorne rollen. Vorsicht! Ja. Wenn sie die Hand in die Luft hebt, kommt genau diese Technik. Was okay. Anderes kommt da nicht. Ja, ich muss erstmal die Techniken von der kennenlernen, bevor ich irgendwie. Ja, ich weiß, die Technik auch aufpassen. Ja, und du kannst es gerade auf dem Banner. Das ist meine finstere Kugel, nur in. Ein paar Mal hintereinander. Ja, das Problem ist, der Kampf wird jetzt erst richtig stark. Vorsicht, da kommt eine Kreatur raus. Ach, das ist auch noch? Ja, und guck mal, was für eine. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Lenk ihn ab. Und pass auf die Tussi auf, weil die hat es öfter mal so ganz toll an sich. Direkt hinter dich dann die, viel Zauber zu schießen. Sie ist fast tot. Ja, ich weiß, ich habe sie auch fast getötet. Wir haben das fast getötet. Oh Gott, ich hasse die Tussi. Oh oh. Oh, das ist gerade echt. Komm, Typ, verpiss dich da. Oh, Mann, ey, ich brauche wieder zu lang, um zu schlagen. So, ich nehme erstmal wieder die. Hallo. Ist bitte heil. Ey, was ist, wenn dich diese Kugeln alle erwischen? So, da kommt nochmal ein Gegner. Derselbe nochmal. Okay. Das können unter anderem auch andere sein. Wie eine Horde von Skeletten. Ja gut, das stellt sich die Frage, oh, was ist schlimmer in dem Fall? Die Skelette. Oder so komische andere Dinger, die auf dem Boden rumfliegen. Die finde ich persönlich am grausamsten, weil die triffst du kaum. Bernhard ist gleich tot. Ja, ich muss gerade Ausdauer regenerieren. Wow! Hey. Aber hey, die sind schon recht weit. Achtung, Vorsicht, da kommt was. Jetzt halt dein Schild hoch, ja. Falls das auf dich geht. Ich glaube, die guckt gerade auf dich. Jetzt guckt sie auf dich. Der Zauber fliegt in irgendeine Richtung. Ach so. Ah, deine. Ja, aber es ist noch. Die Zauber sind nicht so schlimm, wenn die auf mich gehen. Sie ist so, tot. Die haben wir. Sie ist tot. Super! Kann man noch einen Gegner. Kommt der jetzt noch? Oder? Der kommt jetzt nicht mehr normal. Ah, cool. Ja, yeah, super. Vielen Dank. Das ist einer der schwersten Endbossen. Echt? Ja, wenn man alleine ist, ist die sau schwer. Ja, okay. Oder halt nur mit diesen zwei NPCs. Das glaube ich. Ja,
wo wir reingekommen sind, sieht aus wie der einzige Zugang hier. Achso, okay. Hat sich gerade beantwortet, ja, oder? Ich halte die Klappe. Toll, sieht wieder sehr einladend aus. Oh, guck mal. Ja. Oh, und viele Seelenzeichen. Ja, das sind NPCs. Transzendenta Elle. Aha. Und wen haben wir hier noch? Äbtissin Fea. Sind die denn gut oder sind das wieder so nutzlose Dinger? Die Äbtissin ist gut, weil die schmeißt die ganze Zeit mit Wundern durch die Gegend wie blöd. Oh. Naja, auf jeden Fall haben wir das geschafft, sogar in einer sehr guten Zeit für den Part, muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen Cut. Ja, und dann kommst du hierher und dann hilfst du mir. Ja, genau. Also, wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, dann guckt bei ihr rein. Bis dann. Tschüss.